Mauern eines Klinkerzauns und Einbau von Mauerwerksabdeckungen. Jede Umzäunungsart soll über eine vom Architekten erstellte Planung verfügen. Ein vollständig angebundenes Fundament soll durch Ausführung von Isolationen abgesichert werden. Eine horizontale gegen Einsaugen von Grundwasser und eine vertikale. Die Oberfläche für die Isolation muss sauber, eben und trocken sein. Die horizontale Fundamentsoberfläche soll mit Quickmix BGR oder Wintergrund Quickmix BSG grundiert werden. Richtige Isolierung kann mit Hilfe von Bitumenbeschichtung Quickmix BD1K, BD2K oder der Winterausführung BD2KW erreicht werden. Tätigkeiten, die mit der Durchführung von Isolationsarbeiten verbunden sind, sollen gemäß Leitlinien und technischen Merkblättern für Quickmix-Produkte ausgeführt werden. Vor dem Beginn der Mauerarbeiten sollen an zwei gegengesetzten Seiten des gemauerten Abschnitts zwei senkrechte Latten stabil angebracht werden. Anschließend sollen auf ihnen gemessene Schichtenniveaus markiert werden. Zwischen den Latten soll eine Mauerschnur gezogen werden. Die Schnur markiert nicht nur das Niveau, sondern auch die Ebene der Mauerstirnseite. Es dürfen keine Leisten, Armierungen oder andere Gegenstände, die die Waagerechte ersetzen, verwendet werden. Für die Mauerarbeiten am Klinker soll das Mauermörtelsystem Quickmix 4 mit Tubak Truss geeignet für Ziegel mit unterschiedlicher Saugfähigkeit verwendet werden. Der Mörtel muss immer richtig angepasst werden. Die Mörtel 4 sind für Mauerarbeiten mit gleichzeitigem Fugen auffüllen in einem Arbeitsschritt bestimmt. Der Mörtel soll gemäß Anweisung des Herstellers zubereitet werden, insbesondere in Bezug auf den Wasseranteil. Beim Mauern darf in dem Mörtel kein Wasser zugegeben werden, da sich dadurch die Farbe ändern kann. Der Mörtel soll mit einer langsam laufenden Bohrmaschine mit Rührer vermischt werden, bis eine einheitliche Masse ohne Klümpchen entsteht. Die Mauerarbeiten sollen mit dem Trocknen verlegen der ersten Ziegelschicht beginnen, um den Fugenfaden sowie die Ziegelmenge richtig zu bestimmen. Die erste Fuge ist die Startfuge, deren Aufgabe ist, das Niveau auszugleichen. Anschließend werden Ziegel verlegt und entsprechend der markierten Höhe angedrückt. Nach dem Andrücken soll der auslaufende Mörtelüberschuss mit einer Kelle aufgesammelt werden. Der Mörtel wird mit der Mauerkelle auf der gesamten waagerechten Maueroberfläche auf die untere Ziegeloberfläche sowie auf die kurze Seite, sogenannte Kopf, aufgetragen. Die sorgfältige Mörtelauftragung auf dem waagerechten und senkrechten Abschnitt ermöglicht, dass in einem Arbeitsschritt volle Fugen entstehen. Weitere Ziegelschichten sollen genau nach dem durch die Mauerschnur markierten Niveau vermauert werden. Es ist unzulässig, Mauerarbeiten im Regen vorzunehmen. Nach dem Abschluss jeder Etappe sollen die gemauerten Teile vor Wettereinflüssen abgesichert werden. Sonst können auf dem fertigen Zaun Beschläge erscheinen. Auf der Säule kann auf Distanzunterlagen, zum Beispiel Lattenteilen, Folie oder Abdeckung, aufgelegt werden, ohne sie auf Dauer mit der Säule zu verbinden. Das sichert die Säule vor Regen ab und ermöglicht gleichzeitig, dass Wasser und Feuchtigkeitsreste aus dem Mauerwerk abdampfen. Beim Errichten einer Mauer zwischen zwei Säulen sollen Ziegel zuerst trocken verlegt werden, um sie richtig zu verteilen. Und dann erst sollen mit den Mauern begonnen werden. Wenn das Fundament richtig geplant und ausgeführt ist, kann das Zuschneiden von Ziegeln vermieden werden. Beim Mauern soll immer beachtet werden, dass Ziegel von mehreren Paletten gleichzeitig vermischt werden. Der Ort, wo Ziegel gelagert werden, soll so ausgewählt werden, dass sie nicht verschmutzt oder feucht von dem Boden werden. Klinkerziegel und Formsteine sollen trocken und nicht durchgefroren sein. Nach dem vorläufigen Abhärten des Mörtels kann die Fuge gestaltet werden. Davor ist es aber ratsam, einen sogenannten Daumentest vorzunehmen, der uns Informationen liefert, ob der Mörtel endgültig geformt werden kann. Wir empfehlen, volle, halbrunde Fugen auszuführen. Die Fugengestaltung soll mit einer Fugenspachtel, einem gebogenen Rohr oder eines Holzstieles vorgenommen werden, um das richtige Profil zu erreichen. Bei Arbeiten an der Fuge sollen die Verschmutzungen laufend beseitigt werden.
Es ist unzulässig, das Mauerwerk mit fließendem Wasser zu spülen, da das Entstehung von Beschlägen, Verfärbung der Fuge und Senkung der Wetterbeständigkeit der Fugen zur Folge haben kann. Nach dem Abschluss der Mauerarbeiten sollen trockene Mörtelreste mit einer trockenen Bürste beseitigt werden. Zu beachten ist, dass die Säulen erst nach vollständigem Abhärten des Mauermörtels zwischen den Ziegeln aufgefüllt werden dürfen. Es ist verboten, die Säulen mit Flüssigmörtel aufzufüllen. Der zubereitete Mörtel soll halbtrocken sein und nach der Konsistenz nasser Erde ähneln. Nach dem Aufschütten der Säule soll der Mörtel mit einer Latte oder einem langen Stiel leicht gestampft werden. Zum Auffüllen der Säulen empfehlen wir Zementmörtel Quick Mix mit Tubaktrass. Befestigung von Mauerwerksabdeckung kann erst nach vollständigem Abbinden der Mauer und des Zementmörtels zum Auffüllen der Säulen erfolgen. Zum Verkleben von Abdeckungen soll Spezialkleber Quickmix FX500 Klinker mit Trastec-Technologie, die die Klinkerverkleidung vor Beschlag und Verfärbung schützt, verwendet werden. Dabei handelt es sich um einen elastischen, dünnschichtigen, wasser- und frostbeständigen Mörtel mit einer erhöhten Reißfestigkeit. Damit die Verbindung des Keramikteils mit der Mauer dauerhaft ist, empfehlen wir, die kombinierte Methode zu verwenden, indem Kleber auf die horizontale Oberfläche der Mauer aufgetragen wird, bei gleichzeitiger Auftragung einer dünnen Spachtelschicht auf der Unterseite der Abdeckung. Die Innenfläche der Abdeckung darf nicht vollständig mit dem Mörtel aufgefüllt werden. Anschließend soll die Abdeckung angedrückt werden. Bei Verwendung von Mauerwerksabdeckungen aus Klinker erfolgt ihre Befestigung auf gleiche Art und Weise wie das Vermauern von Ziegeln mit voller Fuge. Die Fugen zwischen Klinkerformsteinen können mit dem Mauermörtel Quickmix 4 aufgefüllt werden. Nach Abschluss von gesamten Mauerarbeiten sollen fertige Teile mindestens 28 Tage geschützt werden. Alle Schutzabdeckungen in Form von Planen sollen Luftzirkulation ermöglichen und vor direkter Durchnässung sowie Wasserdampfkondensierung schützen. Es ist unzulässig, alle Mauerteile mit dicht anliegenden Stretchfolien abzudecken. Vor Sonnenstrahlen und Erwärmen soll das Mauerwerk mit Fassadennetzen geschützt werden. Die beständigste Art und Weise, Säulen und Mauerzäune abzuschließen, ist ihre Abdeckung mit Klinkerformsteinen.